Zu einer weiteren Folge FIFA 18 Trading to Millions. Heute beschäftigen wir uns mit den Teams, die ihr euch bauen sollt. Nachdem wir in der letzten Folge uns um Investing beschäftigt haben, heißt es heute das richtige Team bauen. Und da ist es auf jeden Fall wichtig, dass ihr euch ein Team um euren Informspieler, um eure Once-to-Watch-Karte baut, die ihr eben gekauft habt. Wenn ihr das letzte Video gesehen habt, wisst ihr, welche Spieler das sein sollen. Also schaut euch auf jeden Fall das letzte Video nochmal an, wenn ihr es nicht gesehen habt. Ja, und baut euch dann um diese Spieler auf jeden Fall ein Team. Hier ist es jetzt Icardi. So hätte man es FIFA 17 machen können. Icardi als Inform kaufen und dann sich eben hier so ein Team um diesen Spieler bauen. Spieler, die ja kein hohes Rating haben, aber relativ ausgeglichen und gute Werte haben, so wie ihr sie auf jeden Fall braucht. Und ganz wichtig einfach, dass die Spieler wirklich günstig sind. Also das ist wichtig. Das hier ist auch jetzt nur ein Beispielteam. Ihr müsst es natürlich nicht genau so bauen. Das ist jetzt vielleicht auch kein Team, was ihr jetzt so überragend findet, aber das sind jetzt Spieler, wo ich mir vorstellen könnte, so ein Team zu FIFA 18, zu FIFA 17 eben zu bauen. Und ja, das ist auf jeden Fall das eine Team, was ihr bauen sollt. Dann ist es auf jeden Fall immer gut, wenn man sich ein Fitness-Team baut, um eben Verträge und nicht Verträge, um euch einfach die Fitnesskarten zu sparen. Vor allem am Anfang kann man jeden Coin gebrauchen, also die ganzen Coins, die ihr am Anfang habt, die sind zu Beginn von FIFA 18 noch viel mehr wert, wie sie später wert sein werden, weil dann einfach später viel mehr Coins im Umlauf sind. Am Anfang sind noch nicht viele Coins im Umlauf, deswegen ist jeder einzelne Coin noch mal mehr wert quasi. Und das müsst ihr auf jeden Fall im Auge behalten. Also am Anfang wirklich sparsam mit allem umgehen, das ist wirklich wichtig, denn die Coins, die ihr am Anfang habt, die könnt ihr investieren, die könnt ihr viel mehr vervielfachen, wie später zum späteren Verlauf von FIFA 18. So, also euer Fitnessteam sollte dann auf jeden Fall wie folgt aussehen. Nochmal so ein Team wie hier eben, ohne diesen Inform dann quasi, es sei denn, ihr habt euch noch einen Inform von einer anderen Liga gekauft oder einen Once-to-Watch-Spieler von einer anderen Liga, könnt ihr auf jeden Fall den auch in das andere Team mit einbauen. Das ist auch eine Möglichkeit, euch einfach dann zwei Teams auch immer weiter aufzubauen. Aber ihr könnt auch einfach irgendein anderes Fitnessteam euch bauen. Ich mache es immer mit der nicht mit der portugiesischen Liga, sondern mit portugiesischen Spielern, weil da finde ich immer vom Preis-Leistung her sehr, sehr gute Spieler, vor allem im zentralen Mittelfeld auf den Flügeln, sehr günstige und sehr, sehr starke Spieler. Deswegen gehe ich immer über diese Nation. Ihr könnt aber auch über die russische Liga, die türkische Liga oder über die Niederlande so Ligen, die nicht zu den Top 5 Ligen gehören, aber sehr starke Ligen sind, oder halt euch eine Nation raussuchen, wo ihr wirklich Spieler vom guten Preis-Leistung-Niveau findet. Also das ist auf jeden Fall was man machen kann, und dann achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr nicht zu viel für einen Spieler ausgibt. Also über 1000 Coins würde ich auf keinen Fall für einen Spieler ausgeben, außer natürlich für den Inform, für die Once-to-Watch-Karte. Also wenn ihr da Spieler für mehr als 1000 Coins kauft, könnt ihr eigentlich in der Regel davon ausgehen, dass ihr dann früher oder später Verlust damit machen werdet. Wobei es natürlich jetzt dieses Jahr durch die SBCs natürlich wieder anders ist und da ihr auch Gewinn mit solchen Spielern machen könnt, aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, euch da die Coins aufzusparen, erstmal ein sehr günstiges Team zu bauen. Und wer wirklich richtig viel sparen will, der kann auch Folgendes machen, und das ist ein Team oder eine Möglichkeit, am Anfang wirklich gar keine Coins für sein Team auszugeben. Und zwar nenne ich es einfach die 650 bzw. 300 Coins Teams, und das sind Teams, wo ihr euch einfach Spieler zum Abschlusspreis einkauft. 11 Spieler zum Abschlusspreis von einer Nation. Ich glaube, damit ging es am besten. Oder von einer Liga. Kann man sich mal da anschauen, wie es am besten funktioniert. Und dann spielt man mit den Spielern einfach die 7 Spiele, bis die Verträge abgelaufen sind. Und dann verkauft man oder stoßt man die Spieler einfach wieder ab und kauft die Spieler nochmal neu. So muss man keine Fitnesskarten, keine Verträge ausgeben, und ihr habt keine Probleme mit euren Coins. Also ihr werdet gar keine Coins ausgeben. Wenn sich ein Spieler verletzt, einfach den Spieler schnell verkaufen, nochmal neu kaufen für 300 Coins, dann ist die Sache schon wieder erledigt. Also ihr könnt das mit den 300 Coins-Spielern, also mit den Non-Wear-Karten und mit den Wear-Karten machen. Ja, das ist auf jeden Fall noch eine Möglichkeit, um so quasi kostenlos ein Team zu haben am Anfang, in der Phase, wo ihr eben eure Coins ersparen wollt, um euch dann die Informs zu kaufen. Also man kann diese Methode auch als Fitness-Team nutzen, also so ein Team als Fitnessteam machen und dann, wie gesagt, einfach die Spieler verkaufen, wenn sie keine Verträge mehr haben, wenn sie verletzt sind, und dann wieder einkaufen. Ja, das war es auf jeden Fall von dem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall soweit. Wir haben unser Team gebaut. Wir sind jetzt kurz vor dem Release-Datum. Jetzt heißt es eigentlich nur warten aufs Release-Datum und
noch ein paar Coins ertraden und dann, wenn das Spiel rauskommt, dann ja, werden wir ein paar Dinge machen, die wir auf jeden Fall dann im nächsten Video nochmal ansprechen und da freue ich mich auch drauf. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war's vom Video. Ciao, bis zum nächsten Mal.